Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat Mai steht. Ja, schauen wir mal zusammen, Zwilling. Wow, Zwilling, was für Karten. Also unter dem Deck haben wir 9 der Kelche, Zwilling. Wir reden über den Monat Mai, ja, für dich. Also, wir haben hier mit Wünschen, die in Erfüllung kommen, Zwilling. Wünsche, die in Erfüllung kommen. Also diese Karte zeigt schon eine Freude. Man freut sich über eine Situation, die sich im Monat Mai für dich ergibt, Zwilling. Man ist glücklich, man freut sich, man fühlt sich schon vollkommen. Und es gibt hier auch eine gewisse Heilung über eine Vergangenheit. Diese Energie, Zwilling, für den Monat Mai ist sehr positiv, ja? Wir reden wirklich über eine sehr positive Energie. Ja, das muss ich schon hier dazu sagen. Ich sehe hier eine Zeit mit einem Stillstand oder eine Pause. Es gab vielleicht hier gar keine Kommunikation. Oder man hat einfach eine Zeit gebraucht zum Nachdenken, Zwilling. Ja? Vier der Schwerter zeigt diese Situation von ich denke nach, ich über eine Sache, also denn es sieht schon etwas kompliziert aus, irgendwie. Man sieht hier schon 6 der Schwerter. Also Sternzeichen Wassermann, Zwilling, ist bei dir sehr stark zu sehen, ja? Wassermann, ja. 9 der Münzen, 9 der Kelche. 9 der Münzen, 9 der Kelche. Wir reden hier auch über eine neue Person hier, Zwilling. Irgendwie eine neue Situation, die mit deinem Schicksal zu tun hat, Wünsche, wie gesagt, die in Erfüllung kommen. Wir reden hier über eine Person, die irgendwie sogar sprich für eine Person, die du kennst, ja? Also wir haben hier mit einer Person zu tun, mit einer Person, die du kennst. Ja, also in manchen Fällen, Zwilling, eine Person, die du kennst, aber wo noch keine so richtige Beziehung war. Also hier zeigt sich irgendwie eine neue Person,
Obwohl du die Person doch kennst, ja? Ja. Sehr interessant. Also, Zwilling, schauen wir mal zusammen, was wir hier alles noch so lesen können, ja? Genau. Also, Zwilling, Sternzeichen Krebs sehe ich hier, Fische, Wassermann, Löwe, Waage, Skorpion, Schütze, starke, also ich habe total viele große Arkana hier. Es kann Zwilling, es kann irgendein Sternzeichen sein, ja. Also neuen Zyklus sehe ich hier mit der Karte der Narr, also einem neuen Zyklus. Und ein Gefühl von Loslassen, ja. Ich lasse irgendwie los, ich lasse los und ich fange eine neue Situation an. Wir reden hier über einen neuen Zyklus, ja. Ja. Schon, ja. Also. Zwilling. In der Mitte von deiner Kartenlegung im Monat Mai, ja. Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter, Zwilling, hat mit abrupte, schnelle, energische Kommunikation. Irgendwie bekommst du Nachrichten oder Kommunikation von einer wichtigen Person für dich. Irgendwie schon. Ja? Irgendwie, das Gefühl hier wäre, Zwilling, man hat es eilig. Irgendwie. Ich möchte schnell, unbedingt eine Mitteilung geben, ich möchte kommunizieren, ich möchte irgendwie sagen, also ich möchte reden, ich möchte hier, es gibt hier ein Gefühl von schnell, also und das wird schnell gehen, ja, Zwilling, also wir reden ja für den Monat Mai, aber es könnte, wie gesagt, sehr schnell gehen, diese Situation. Vielleicht bereits passiert, bereits geschehen, ja. Schau mal hier, Zwilling. Also ich muss schon tatsächlich wirklich sagen, Zwilling, ich bin mit deiner Energie, mit deinen Karten generell sehr etwas sprachlos. Ja. Wir haben viele Schwerter. Eh? Ich habe viele Schwerter. Also 6 der Schwerter, 4 der Schwerter, 7 Ritter der Schwerter, 10 der Schwerter, 5 und 5, ah, ne, das ist Kerlchen jetzt, ja. Viele Schwerter auf dem Tisch, Zwilling. Und Zwilling, irgendwie diese Mischung hier von Karten, die ich hier habe, diese Mischung von Karten, im Prinzip wurde nicht positiv aussehen. Ich erkläre dir, also für mich ist das hier eine Energie, eine Person, die irgendwie sich kommunizieren möchte, dich sehen möchte. Ja, ich weiß nicht, ob diese Energie sich spiegelt, Zwilling, das weiß ich nicht. Es kann sich spiegeln oder nicht, es kann für dich reden. Die Sache ist, wir haben hier mit einer Energie zu tun, die irgendwie sich kommunizieren möchte, aber es spricht für keine ehrliche Energie, Zwilling. Wir reden hier über eine Energie, die nicht ehrlich ist. Diese Person hier hat irgendwie eine Situation zu verstecken oder man geht nicht mit der Wahrheit. Man könnte sogar denken, Zwilling, diese Kommunikation spricht nicht für die Wahrheit. Man würde hier denken, Zwilling, dass irgendeine Person überhaupt nachts, also ich denke, diese Person möchte am liebsten dann nachts sich mehr mit dir Kontakt aufnehmen oder. Ja, also es ist eine Situation, die sehr wahrscheinlich mehr in der Nacht geschieht, ja. Aber es gibt hier, wir haben hier sogar mit Lügen zu tun. Zwilling. Diese Person geht nicht mit der Wahrheit. Und ich weiß nicht, was das jetzt für dich heißt, ob du mit dieser Energie in Resonanz kommst. Aber diese abrupte, schnelle Kommunikation sieht nicht gut, nicht eine Kommunikation, die man vertrauen kann. Ja. Irgendwie, diese Person möchte nicht gesehen werden. Also ich möchte irgendwie eine Handlung machen, Zwilling, aber ohne gesehen zu werden.
Ja, warum? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht diese Person hat schon bereits eine andere Energie oder es gibt hier eine dritte Person irgendwie. Zwilling, das ist das, was ich hier habe. Und du siehst ja, ich habe Schwerter, Zwilling. Möglicherweise hast du entweder auch mit Luftelement zu tun, so wie du. Also Zwilling, Waage, Wassermann. Vorher, als ich die Karten zusammengemischt habe, habe ich der König der Schwerter auch, hat sich umdrehen wollen. Also der König der Schwerter spricht natürlich für Zwilling, Wassermann, Waage. Es kann schon sehr gut möglich sein, dass du mit einem Luftelement wie du zu tun hast. Aber es gibt hier eine dubiose Energie, Zwilling. Und da wir in verschiedenen Situationen sind, ja, es kann für dich etwas reden und für mich eine ganz andere Situation. Weißt du, für manche ist tatsächlich wirklich dubios die Situation, sehr kompliziert, für manche gar nicht. Aber die Tatsache ist, dass diese Kommunikation, die wir hier für Mai haben, Zwilling, die möglicherweise entweder schon bereits geschehen ist oder sonst bald geschehen wird, kann man nicht vertrauen. Wie auch immer, aus welchen Gründen, also man kann diese Situation, dieser Person nicht vertrauen. Diese Person möchte sich tatsächlich mit dir sehen lassen, sich treffen und so weiter, aber es gibt hier Geheimnisse. Oder jemand lügt hier, oder man geht nicht so ganz mit der Wahrheit. Oder ist bereits schon Situationen schon geschehen, die irgendwie Zwilling. Und für manche reden wir hier für einen Freund. Für manche, es kann nicht immer mit einem Wunschpartner zu tun haben. Für manche, wie gesagt, egal was das hier ist, es kann sogar mit einem Arbeitskollegen zu tun haben. Also die Sache ist, in dieser Situation hier zeigt sich das hier. Ja, irgendwie Geheimnisse, Zwilling, sind hier zu sehen. Gewisse Geheimnisse mit einer bestimmten Person. Also wir reden hier über eine Person. Sind hier Geheimnisse? Ja. Tatsächlich. Ich meine, interessant ist diese neunte Kelche immerhin. Weil irgendwie die Energie zeigt sich hier schon, Zwilling, dass du dir das schon gewünscht hast. Du hast dir diese Situation gewünscht. Irgendwie. Aber das passt nicht so sehr mit dem, was ich hier in der Mitte habe, weil irgendwie. Ja. Also Zwilling, ich schaue jetzt weiter. Ich nehme mir mehrere Karten als Klärung, ja. Und ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Dankeschön. Auf jeden Fall, ich kann dir nur sagen, Zwilling, diese Kommunikation hier freut dich schon. Es gibt hier eine gewisse Freude irgendwie, aber trotzdem, die Situation in sich zeigt sich nicht ehrlich. Und ich weiß wirklich nicht, was das ist. Ja? Also, aber es gibt hier diese Situation, ja. Und ja. Wahnsinn. Wow, mi madre, qué cartas. Fuerte. Also Zwilling, das ist nicht normal, was ich hier habe. Ich sage es dir. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also König der Stäbe, Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder. Natürlich spricht der König der Stäbe für einen König der Arbeit, aber man sieht hier, die Emotionen sind hier. Also König der Stäbe, Sternzeichen Löwe, Schütze, Widder, Zwilling. Das ist ein König, den wir hier haben. Und Rat des Schicksals.
Nochmals, Ritter der Schwerter, schnelle Kommunikation, jede gewisse Blockade ist hier. Eine Person, die zurückkommt, Zwilling. Rat des Schicksals, König der Stäbe. Es kann aber auch für eine Königin reden. Im Prinzip, was wir hier sehen, ist ein König, ja? Also eine Person, die zurückkommt von deiner Vergangenheit, ja? Und irgendwie ist das hier so zu sehen. Ich würde sagen, eine schnelle, abrupte Kommunikation, eine irgendwie. Also eine gewisse Manipulation sehe ich hier, ja. Das muss ich halt sagen, weil ich sehe das. Also gewisse Manipulation sieht man hier. Zwilling. Ich weiß nicht, wie das mit dir in Resonanz kommt, aber ich lasse es dir einfach nur so lassen und du musst schauen. Wahnsinn. Also, Zwilling, was ich dir wirklich sagen muss, ist, du hast gerade sehr stark mit deinem Schicksal zu tun, ja? Du bist in einem wichtigen Moment in deinem Leben, wo du wirklich in Probe gestellt wirst, ja? Also, das sieht man in deinen Karten sehr stark, weil ich habe viele große Arkana hier und die sind wichtige Arkana in deiner Legung. Irgendwie wirst du in Probe gestellt und, so ist es. Du wirst in Probe gestellt. Du bist in eine karmatische Situation drin und es wird von dir schon eine wichtige Entscheidung verlangt. Also wir haben das Universum ist hier sehr stark präsent, muss ich dir schon sagen. Das Universum, dein Schicksal ist hier präsent. Du bist in einem wichtigen Moment in deinem Leben. Ja. König der Kelche, stark. König der Kelche zeigt sich auch in deiner Legung. König der Kelche zweimal, König der Stäbe zeigt sich und Königin der Stäbe, ich dachte auch. Ja, Königin der Stäbe. Also, ich habe mehrere Energien auf dem Tisch, ja. Es gibt hier vielleicht gewisse Kompetenzen zu einem König der Kelche, Zwilling. Kompetenzen sind da. Optionen, vielleicht eine Person, die auch Optionen hat, natürlich. Verschiedene Kompetenzen. Altersunterschied ist hier Zwilling zu einer Person. Und ja, ich sehe eine gewisse dritte Person, nochmals Kompetenzen. Schau mal bitte hier. Der König und die Königin der Kelche. Die Gatte der Teufel, Sternzeichen Steinbock, Zwilling. Aber wir haben hier mit einer starken Anziehungskraft zu tun zu einer Person. Vielleicht nochmals eine toxische Situation, was mit einer dritten Person zu tun hat, eine Dreierbeziehung, irgendwas gibt es hier. Auf jeden Fall Altersunterschied. In manchen Fällen haben wir Kinder, sind auch da zu sehen und andere Beteiligten. Optionen. Ja. Und so habe ich jetzt hier unter dem Deck der König der Kelche. Zwilling und unter den anderen Deck, wie du gesehen hast, der König der Stäbe. Also du siehst hier Zwilling, ich habe hier zwei König. König der Stäbe, König der Kelche. Was auch für eine Königin reden kann. Zwilling, mit diesem Ritter, diese Kommunikation, die wir hier haben, Zwilling, im Monat Mai, wo wir gesehen haben, dass irgendwie dich doch glücklich macht. Ja, weil wir haben hier sogar mit Wünschen, die in Erfüllung kommen. Mit einer bestimmten Kommunikation, die jetzt plötzlich kommt, ja, ich begleite diese Karte mit Sechs der Schwerter. Und ich muss dir jetzt von vornherein sagen, Zwilling, deine Karten wiederholen sich sehr sogar. Sechs der Schwerter wiederholt sich zweimal, aber die Nummer Sechs wiederholt sich bei dir viel. Ja, die Nummer 666 ist hier zu sehen. Du weißt schon, Zwilling, Nummern sind sehr wichtig, ja. Ohne Nummern könnte man nicht mal Astrologie berechnen. Also die Nummern sind extrem wichtig. Und das ist ein Mittel, die das Universum hat,
denn das Universum hat sich mit uns in Kontakt zu setzen. Und das ist hier eine Botschaft für dich, eine wichtige Botschaft gibt es hier mit 666, ja. Und genau, und nein, das hat nicht mit was teuflisch zu tun, ja. Also nicht wie manche das immer so behaupten, dass diese Nummer mit einer teuflischen Situation zu tun hat, gar nicht, ja. Also such bitte diese Nummer im Internet als Engelnummer, und es gibt eine wichtige Botschaft für dich, ja. Diese Nummer, sechste Schwerter, die Mäßigkeit. Ich denke, Zwilling, Sternzeichen Schütze gibt es hier auch, Schütze. Wir reden hier über Reise, also Zwilling. Es gibt hier eine geografische Distanz zu einer Person. Das sieht man hier schon. Ja, eine geografische Distanz, eine Entfernung sieht man schon bei dir. Hier hat man schon bereits viel Geduld gehabt, in dieser Situation. Viel Geduld, es hat hier mit der Zeit zu tun. Die Mäßigkeit, wie gesagt, ein Engel, ein großer Arkaner, eine sehr positive Karte, die wirklich mit Balance zu tun hat. Die Sache ist, Zwilling, diese Kommunikation, die du bekommst von einer Person, von deiner Vergangenheit, und ja, das spricht tatsächlich für die Vergangenheit, eine Situation, die schon bereits sehr kompliziert war. Es gibt hier eine abrupte, schnelle Kommunikation. Im Monat Mai, Zwilling. Ja. Irgendwie. Schau mal bitte hier, warte mal kurz, weil ich muss auch selber meine Ideen ordnen können. Ja? Also mit diesem siebten Schwerter, du siehst ja, ich habe es hier sechste Schwerter, siebente Schwerter, Ritter der Schwerter. Es sind viele Schwerter auf dem Tisch. Sieben, vier der Münzen, einen Ritter der Stäbe. Zwilling, die Vergangenheit klopft bei dir an der Tür, ne? Es gibt hier eine Person, die einfach klammert, festklammert, nicht loslassen kann. Eine Person kann hier nicht loslassen. Ja. Und nochmals, Zwilling, die Person klopft tatsächlich fast an deine Tür. Also es gibt hier eine Person, die wirklich, es zeigt sich hier viel Reise, viel Handlungen, Bewegung. Es gibt hier eine Reise. Ich habe zwei Rittern auf dem Tisch. Ritter der Stäbe und Ritter der Schwerter. In der Mitte meine ich jetzt, ja? In der Mitte habe ich zwei Rittern. Ritter der Stäbe, Ritter der Schwerter. Natürlich könnte das auch sogar mit zwei Personen zu tun haben, ja? Könnte schon zu tun haben. Weil du hast ja gesehen, ich habe auch König der Stäbe und König der Kelche. Irgendwie sieht man hier schon zwei Energien. König der Kelche, du weißt, Wasserelement, also Krebs, Fische, Skorpion. Mein Gefühl ist hier, dass du im Mai viel zu tun haben wirst. Irgendwie, Zwilling. Und wenn ich dir ehrlich bin, die Energie zeigt sich etwas dubios, konfliktiv oder wie auch immer. Egal, ob das mit einer Energie zu tun hat oder mit der anderen Energie zu tun hat. Verstehst du, was ich meine? Egal, von beide, welchen von beiden, also ob das jetzt diesen Ritter der Stäbe ist oder die Ritter der Schwerter, keine von den Energien zeigt sich balanciert. Es gibt keinen Balance hier. Das ist, was ich sehe. Und so sage ich das dir. Wir reden hier, Zwilling, zum Beispiel Ritter der Stäbe. Wir reden hier über eine Energie, die immer wieder kommt und geht. Eine Person, die sehr wahrscheinlich nicht ehrlich ist oder lügt, nicht ganz mit der Wahrheit geht. Eine Person, die möglicherweise eine starke Anziehungskraft hier zeigt und immer wieder nachts sich bei dir meldet. Aber dass diese Energie ist diese Situation von Kommen und Gehen. Es gibt hier diese Person, die wirklich nicht loslassen möchte und festklammert. Ja?
Aber ja, wir reden hier über eine toxische Beziehung. Das ist deutlich. Andersrum haben wir diese Karte auch hier. Aber diese spricht genau für die gleiche Situation. Okay, die Mäßigkeit ist ja da. Wir reden ja über eine Situation, wo man auch viel Geduld zu gehabt hat, auch mit der Vergangenheit zu tun hat. Und aber es gibt hier auch eine Situation, die auch kompliziert war. Ja, okay, die Mäßigkeit ist hier. Ja, die Mäßigkeit, es spricht oft für eine Heilung, einen Balance in der Situation. Und irgendwie würde ich sogar sagen, hier, Zwilling, dass die Mäßigkeit diese andere Energie rettet, ja? Diese Energie von der Mäßigkeit rettet diese Situation etwas, ja? Weil man merkt hier irgendeine gewisse Heilung oder einen Balance in dieser Situation, die sich auch nicht leicht fühlt. Vielleicht, weil diese Person auch bereits eine komplizierte Vergangenheit hinter sich hat. Eine Person, die auch eine Beziehung verlassen hat oder eine Scheidung hinter sich hat. Ja, es gibt hier diese Situation auch. Wir haben hier eine komplizierte Situation, aber wir haben hier, Zwilling, auch wieder eine komplizierte Situation. Ja, und diese gefällt mir etwas weniger. Wegen dieser sieben der Schwerter und diesen Ritter der Stäbe. Eine Energie tatsächlich, Zwilling. Zwilling, es kommt natürlich darauf an, was ich für mich möchte, was für eine Art von Beziehung ich möchte. Ja? Oder was für eine Art von Situationen in meinem Leben ich möchte. Ich entscheide ja für mich. Ich bin der Magier meines Lebens. Ich kann den Weg entscheiden. Natürlich kann ich meinen Weg entscheiden. Natürlich. Ja? Es kommt darauf an, was ich möchte, weil nicht das, was ich möchte, Zwilling, muss für jeder gelten. Nicht, was für mich gut ist, muss für dich gut sein. Ja, weißt du, was ich jetzt meine? Aber hier haben wir tatsächlich keine gute Situation in deinem Leben. Mit einer Person, mit einer Energie. Und das sage ich nicht, weil ich dir das jetzt sage, sondern die Karten zeigen sich nämlich so. Es ist gar keine gute Mischung von Karten. Wir reden hier über eine Co-Abhängigkeit zu einer Person, ja, die immer wieder kommt und geht. Eine Person, die nicht ehrlich ist und nicht ernst ist. Die eigentlich nur eine sexuelle Situation mit dir möchte. So direkt sage ich dir das. Die andere Sache ist halt die Mäßigkeit, die auch für positive Nachrichten, mit positiven Nachrichten zu tun hat. Ja? Also hier haben wir eine Kommunikation, die eigentlich mit einer positiven Kommunikation verbunden ist, weil die Mäßigkeit deutet auf eine positive Kommunikation. Diese Schnelligkeit von diesem Ritter der Schwerter, das, was diesen Ritter der Schwerter dir kommunizieren möchte, zeigt sich hier positiv. Ich meine, die Mäßigkeit ist ja da. Ich kann das ja nicht ändern. Und es kann schon sein, dass, wie gesagt, die Person sich jetzt von dem, was ihn verhindert hat, sich getrennt, losgelassen. Ich habe hier wirklich eine positive Kommunikation und eine andere Situation, die etwas dubios ist. Ich habe für mich fast hier zwei verschiedene Sachen. Beide kompliziert, aber eine etwas, was mit Lügen zu tun hat. Die andere ist etwas mehr, ja, die Mäßigkeit ist da. Ich kann das nicht anders sagen. Die Mäßigkeit balanciert diese Situation, diese Kommunikation. Ja, es ist irgendwie interessant, was wir hier haben. Und ich denke, Zwilling, deswegen ist diese Freude hier, was ich am Anfang nicht so verstanden habe, diese Neun der Kelche. Diese Freude hat auch mit der Mäßigkeit zu tun. Ich freue mich, auf diese Kommunikation freue ich mich. Ja, auf diese Kommunikation freue ich mich. Aber irgendwie
Irgendwie braucht man hier trotzdem noch Zeit. Die Mäßigkeit hat viel mit Geduld zu tun. Also die Mäßigkeit sagt uns auch, habe Geduld, ja, weil alles wird sich in der richtigen Zeit ergeben, ja. Sehr wahrscheinlich Zwilling, weil diese Situation hier noch offen ist. Es gibt hier eine Situation, eine dubiose Situation in deinem Leben, die noch offen ist. Und du weißt, wie das ist. Solange eine Situation da ist, die andere benötigt Zeit. Ja? Also, Zwilling, in deiner Unbewusstheit haben wir ein neunte Stäbe. Neunte Stäbe und schau mal. Neunte Stäbe, neunte Kelche, neunte Münzen. Du siehst, wie die Nummern sich wiederholen bei dir. Nummer 9, 9, 9. Wir reden hier, man ist bald vor einem neuen Zyklus. Also man ist kurz vor seiner Grenze. Man macht ba bald ein Ende in eine bestimmte Situation. Neunte Stäbe begleitet mit der Karte der Wagen und einer Puppe der Münzen. Also Zwilling, Sternzeichen Krebs ist hier zu sehen auch. Ja, Sternzeichen Krebs, irgendwie eine Entschuldigung. Man sieht Kinder natürlich hier, man sieht hier eine Reise, also Zwilling tatsächlich. In manchen Fällen rede ich hier über eine geografische Distanz, ja, zu einer Person. Weil ich sehe hier, ich habe viele Pferde, also Ritter der Schwerter, Ritter der Stäbe und jetzt der Wagen. Ich habe viele Karten, die mit Bewegung, mit Handlung zu tun haben. Zwilling, man sieht hier schon eine wichtige Entscheidung zu treffen, ja. Eine wichtige Entscheidung sieht man hier. Die Karte der Wagen spricht für Erfolg, ja, aber auch eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ja, eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen. Ich sehe, dass du hier mit einer Person, Zwilling, viele Unterschiede haben könntest. Ja? Genau. Irgendwie andererseits denke ich auch, Zwilling, dass du eine bestimmte Situation, eine bestimmte Person nicht mehr vertrauen kannst oder man vertraut diese Situation nicht mehr. Diese neue Entschuldigung hier. Es gibt hier eine Entschuldigung. Irgendwie das Gefühl hier wäre, Zwilling, vom Loslassen. Ich lasse los. Ich lasse los und ich mache meinen Weg weiter. Denn man vertraut eine bestimmte Situation nicht mehr. Möglicherweise reden wir hier über mehrere Verletzungen, Zwilling. Nochmals. Für manche spricht das hier für einen Wunschpartner. Für manche hat das hier vielleicht mit einem Freund zu tun, einem Kind zu tun. Die Situationen sind verschieden. Aber das würde für alle gleich reden. Also die Bedeutung würde gleich sein für allen, ja. Und mehrere Verletzungen, wie gesagt, mehrere Enttäuschungen in Bezug, also mit einer Person, mit einer Energie. Und irgendwie eine Entschuldigung, die kommt tatsächlich, Zwilling, aber wo man jetzt irgendwie, ja, kompliziert ist, kompliziert. Ja. Und man macht den Weg weiter irgendwie, also, ja. Genau. Schau mal. In dein Bewusstsein, Zwilling, in dein Bewusstsein, tatsächlich ist hier, diese Situation sieht man hier auch, zehn der Schwerter, Zwilling. Also, die Enttäuschungen sind mehrere jetzt gewesen, mehrere Verletzungen irgendwie. Und diese Karte zeigt aber nicht mehr einen Schmerz. Also in Wirklichkeit, man fühlt hier nicht, dass du leidest, oder, sondern man merkt in dieser Karte, dass du loslässt, dass du gehst. Ja, du siehst die Illustration von der Karte. Es gibt eine Person, die einfach sich umdreht und eine Situation verlässt, einfach geht und
einfach loslässt, ja, es gibt hier einen neuen Zyklus, ja. Das sehe ich schon deutlich. Es gibt hier einen neuen Zyklus, ich meine, aber schau mal bitte, Zwilling, 10. Schwerter, 7. Schwerter, nochmals, nochmals, oh nein, das ist nicht normal für mich, das spricht nicht, das ist nicht normal. Und 7. Kelche, 7, 7, ne? Aber schau mal, 7. Schwerter, 7. Schwerter, ja, und hier habe ich Nummer 7, 7, 7. Vielleicht hast du diese Nummer öfters gesehen. Und nochmals, Zwilling, diese Nummer ist wichtig. Es gibt hier eine wichtige Botschaft für dich. Zwilling, schau mal hier. Tatsächlich gibt es hier eine Person, mit der du was zu tun gehabt hast. Vielleicht nochmals, Luftelement wie du, Wassermann, Zwilling, Waage, muss nicht sein, könnte aber sein. Du hast ja gesehen, Feuerelement auf dem Tisch, Wasserelement, Luftelement, also ich habe praktisch alle Elemente auf dem Tisch. Aber dieses Kommen und Gehen, aber es ist stark, was ich hier habe, dieses Kommen und Gehen, die sich oft das wiederholt in deiner Kartenlegung, mit diesen Ritter der Stäbe, die überhaupt es nicht ernst meint. Vielleicht sogar eine Person, die nicht mal weiß, was er oder sie in Wirklichkeit möchte. Eine Person, die nicht loslassen kann. Die klammert. Ich rede hier über eine toxische Beziehung. Ich rede hier über eine Dreierbeziehung auch. Oder eine dritte Person. Ja. Warum sage ich das? Weil diese 7. Schwerter versteckt immer eine Situation. Ich möchte eine Situation verstecken. Also ich möchte nicht gesehen werden. Ich möchte nicht gesehen werden. Irgendeine Situation ist hier und es ist nicht schön. Ja. Und Optionen sind hier. Ich sehe Optionen. Eine Person, die, wie wir vorher gesehen haben, die mehrere Optionen hat, mehrere Beteiligten da, die Kompetenzen sind da, das sehe ich schon. Kompetenzen. Jemand gibt hier den Rücken. Ne? Zwilling, jemand gibt hier den Rücken. Ja, und warum? Weil man einfach nicht mehr die Situation vertrauen kann. Man vertraut hier eine Situation nicht mehr. Es kann für dich reden, Zwilling, oder für den Gegenüber. Eine Person hier vertraut eine Situation nicht mehr. Ja. So ist es. In deiner näheren Vergangenheit, Zwilling, haben wir einen Ritter der Kelche. Und Wahnsinn, du siehst ja, ich habe Ritter der Schwerter, Ritter der Stäbe, Ritter der Kelche. Ja. Sind die drei schnellsten Ritter, also die sind sehr schnell. Ritter der Kelche spricht auch für eine Versöhnung, eine liebe Botschaft. Jemand möchte hier sich versöhnen, neu versöhnen, ja. Puppe der Stäbe und 5. Schwerter. Wir haben viele Schwerter bei dir. Viele Karten, die mit Gedanken zu tun haben, viele Gedanken. In diesem Fall hier sehe ich Konflikten, Zwilling, in deiner Nähe Vergangenheit. Konflikten, die vielleicht auch andere, wo andere Personen involviert sind. Weil ich habe auch 5. Stäbe da, 5. Stäbe, 5. der Schwerter. Die Nummer 5, 5 ist auch hier zu sehen. Ja? Und das deutet schon auf Konflikten. Ja, in dem Fall haben wir hier wieder ein Puppe der Stäbe, Zwilling. Ich habe Puppe der Stäbe sogar zweimal auf dem Tisch. Also Puppe der Stäbe, aber auch der Münzen ist auch da.
Man sieht schon Kinder hier. Wenn das keine Kinder für dich sind, spricht das für eine unreife Energie, Zwilling, eine unreife Energie oder sonst ein Altersunterschied. Tatsächlich zeigt hier eine Person in deiner Vergangenheit, ja, eine Person, wo auch manche Konflikte waren, eine Person, die nochmals Kommunikation aufgenommen hat, Zwilling, also so eine liebe Botschaft oder eine Kommunikation, eine Person, die sich wieder versöhnen möchte, das sieht man in deiner Nähe Vergangenheit. Das ist bereits geschehen. Ja. Das ist bereits geschehen, aber nochmals, diese Situation sieht man hier. Mehrere Beteiligten. Wahnsinn. Ja. Also ich möchte dir wirklich unbedingt was zeigen, ne? Und ich bin immer noch nicht so fertig. Also 5 der Schwerter, 10 der Schwerter, 7 und 7 der Schwerter doppelt, 6 der Schwerter, ein Ritter der Schwerter. In deiner Legung, Zwilling, in deiner Legung sind viele Schwerter, was auch eine mentale Energie, für eine mentale Energie spricht, also viele Gedanken, ja, viele Gedanken, viele irgendwie, in manchen Fällen negative Gedanken, in manchen Fällen Missverständnisse, ja, aber es ist schon wahr, Zwilling, dass wir hier mit einer konfliktive Situation zu tun haben. Es gibt hier Konflikte, aber wir haben hier mit Eifersucht zu tun, mit Eifersucht, mit Neid, mit Lügen, mit Klauen, mit Spionieren. Mit Verletzungen, mit alles, was du dir so vorstellen kannst. Ja, du merkst die Zwilling, die du merkst, welche Energie hier wir haben, ja. Und das kann sehr gut für dich reden. Und wenn nicht, du merkst, welche Energie die andere Person hat. Aber hier gibt es schon eine komplizierte Situation. Und was ich sehe, ist, dass nicht nur mit einer, nur eine Person zu tun hat, sondern ich denke, es spricht für mehrere Beteiligten, mehrere Personen, die in dieser Situation be beteiligt sind irgendwie. Zwilling, Nähe Zukunft, Monat Mai, König der Kelche. König der Kelche, du hast ja gesehen, wir haben diesen König zweimal. Wasserelement spricht für Krebs, Skorpion oder Fische. Ja? Oder sonst für die Energie von der Person. Hier zeigt sich ein König, Zwilling. Es könnte vielleicht auch für eine Königin reden, ja? Es kommt darauf an, wie für dich die Situation ist. Im Prinzip zeigt sich hier ein König. Ja, ein König. Interessant ist, begleitet mit der Gerechtigkeit und vier der Kelche. Irgendwie, man sieht hier eine unerwiderte Liebe. Eine unerwiderte Liebe gab es hier. Irgendeine Situation hat man einfach irgendwie keine Entscheidung treffen können. Also ein Gefühl von Unsicherheiten oder Zweifeln, nicht wissen, was man machen soll, was man nehmen soll. Die Gerechtigkeit, irgendeine Wahrheit ist hier zu sehen, irgendeine Kommunikation, die mit einer Wahrheit zu tun hat. Sternzeichen Waage ist hier zu sehen, Zwilling. Waage, Zwilling, in manchen Fällen reden wir hier über Grenze, die man setzt, auch Grenze, die man setzt, irgendwie
Die Gerechtigkeit hat viel auch mit dem Schicksal zu tun, Zwilling. Und natürlich auch mit einer karmatischen Situation, ja? Also die Gerechtigkeit spricht auch für Karma, natürlich. Also jeder bekommt, was jeder verdient. Jeder bekommt, was jeder verdient. Also hier zeigt sich eine göttliche Gerechtigkeit. Ich denke, diese Situation, Zwilling, hat mit deinem Schicksal zu tun. Ja, und natürlich spricht die Gerechtigkeit für eine Trennung, eine Scheidung. Ja, also wir könnten hier Zwilling wirklich über eine Scheidung reden oder irgendwie eine Trennung. Also Grenze, die man setzt, Entscheidung, die man trifft, ja. Aber auch könnte für einen Kompromiss dann auch reden, ja. Da ich hier in deiner Legung, Zwilling, zwei verschiedene Energien habe, es könnte so gut als auch für eine Situation wie für eine andere reden. Es könnte für eine Trennung, eine Scheidung reden, in manchen Fällen, oder eine Grenze, die man jetzt setzt mit einer Person, ja. Und könnte dann auch aber für einen neuen Kompromiss. Der König der Kelche ist eine Energie, die wirklich im Balance ist mit seinen Gefühlen, ja. Also ist eine Person, die verliebt ist. Also hier reden wir über Liebe. Der König der Kelche ist eine Person, nochmals, die es mit seinen Gefühlen sehr unter Kontrolle hat. Also eine Person, die sehr balanciert ist. Eine positive Energie hier, also eine ermächtigte Energie ist hier schon. Es kommt hier eine klare, ich denke, Zwilling, im Mai für dich, wir haben hier mit Klarheit zu tun, mit Klarheit. Und ich denke sogar mit Entscheidungen, die man endgültig trifft. Also immerhin reden wir hier über die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist da für den Monat Mai für dich. Die Gerechtigkeit ist da. Also wir haben hier mit Klarheit, mit Grenze, die man setzt, mit einer klaren Kommunikation, wirklich eine klare Kommunikation. Ja, weil ja, wir reden ja auch über eine unerwiderte Liebe, Zwilling. Es kommt hier ein wichtiges Gespräch oder interessant. Interessant. Also nach so vielen Schwertern, Zwilling, wie wir hier haben, hast du ja gesehen, so viele Schwerter. Und jetzt kommt die Gerechtigkeit am Ende. Das kann ja nur positiv sein. Also das spricht für Mai, für den Monat Mai. Und das ist das Beste, was hier passieren könnte, dass die Gerechtigkeit da ist. Ja, es ist wichtig, ja. Eine Karte, wie gesagt, die viel mit dem Schicksal zu tun hat, Zwilling, aber auch mit einer wirklich karmatischen Situation in deinem Leben. Und endlich mal will uns auch die Karte die Gerechtigkeit sagen, haben wir es endlich mal verstanden? Also hat man tatsächlich das endlich mal verstanden, was hier los ist? In deine Gefühle, Zwilling, habe ich fünfte Kelche, das Gericht und eine Königin der Stäbe. Du hast ja gesehen, König und Königin der Stäbe auf dem Tisch. Also Feuerelement, Löwe, Schütze oder Sternzeichen wieder. Begleitet mit der Karte das Gericht. Interessant ist, dass die Gerechtigkeit auch da ist. Es gibt hier in deinem Leben, Zwilling, eine karmatische Situation. Und ich würde sagen, wirklich einen starken Karma gibt es hier schon. Ja?
Du wirst Klarheit haben, ne? Also so gut die Gerechtigkeit wie auch das Gericht sagt uns, du wirst hier eine wichtige Kommunikation haben oder zumindest eine wirklich eine Klarheit in dieser Situation haben. Ja, was dich die Augen öffnen wird. Also du wirst tatsächlich hier so sehr Klarheit haben in dieser Situation. Du wirst gar keinen Zweifel mehr haben. Ja. Wir haben hier tatsächlich mit Kommunikation zu tun. Über eine Person natürlich, die in deinem Leben sehr wichtig ist, ja. Aber hier wirst du schon Klarheit haben. Sehr stark Karma hier zu sehen, ne? Also nochmals, fünfte Kelche, das Gericht und eine Königin der Stäbe. Man kommt hier von einer Situation raus, eh? Also das ist, was ich hier spüre. Fünfte Kelche, also es gibt hier natürlich, fünfte Kelche ist nicht eine Karte, die positiv ist. Zwilling. Man trauert eine Situation, man ist traurig, man leidet, man denkt sehr viel an eine Person, man irgendwie ist dieses Gefühl hier sehr stark zu spüren. Es ist wirklich sehr stark zu spüren, Zwilling. Dieses Gefühl von Trauern. Also ich traue einer Situation, ich leide, ich denke sehr stark an eine Person. Es gibt hier Nostalgie für eine Person. Ja. Aha. Es ist eine karmatische Situation, Zwilling. Egal wie du das hier jetzt nehmen möchtest. Ist egal, was du hier machen möchtest. Wir reden hier über eine starke karmatische Situation, die in Wirklichkeit dir einfach nur einen Lehrer geben möchte. Und die Gerechtigkeit fragt dich tatsächlich, hast du es endlich mal verstanden, was wir hier haben? Ja? Hast du endlich mal verstanden, dass diese Situation hier viel mit einem vergangenen Leben zu tun hat, eine Situation, die du noch offen hattest und in diesem Leben eigentlich du nur das lernen solltest. Ja, diesen Kapitel in Wirklichkeit sollte man schließen. Ja, es wird aber nicht passieren, geschehen, Zwilling, wenn du noch mit deinen Gedanken, mit deiner Seele, dein Herz dabei bist. Das wird sich nicht ändern. Ja. Ich befürchte, das ist wirklich sehr kompliziert, diese Situation, weil wenn man mit Seelenpartnern zu tun hat, und es ist ja klar, dass das hier ein Seelenpartner von dir ist, was aber nicht heißt für dich, Zwilling, dass du das ganze Leben mit dieser Person zusammenbleiben musst. Ja. Aber es gibt hier Seelenpartner, die mit uns in diesem Leben einen Lehrer haben und eigentlich nichts mehr. Aber wir müssen es lernen, natürlich. Wir müssen es lernen, Zwilling. Wir müssen es lernen. Genau, andersrum, Zwilling, habe ich hier in deine Gefühle den Verlust von einer Person auch. Man spürt hier ein bisschen den Verlust von einer Person, die nicht mehr in diesem Leben ist. In deine Gefühle, man spürt noch dieses Leiden für eine Person. Tatsächlich, die das Leben jetzt verlassen hat, eine Person, die nicht mehr bei dir ist. Und irgendwie gibt es hier ein Gefühl von Trauern, ja, also diese Person. Ich sage das, weil ich das sehe, aber es spricht natürlich nicht für allen. Ja, die Tatsache ist, dass man hier von einer bestimmten Komfortzone rauskommt, dass man hier irgendwie die Möglichkeit hat, ein neues Leben anzufangen. Zwilling, in wenige Worte, du wirst alles klarer haben. Plötzlich, im Mai, wirst du alles klarer sehen.
Du wirst wissen, welchen Weg den richtigen für dich ist, wirst du wissen. Weil hier, wie du siehst, die Gerechtigkeit und das Gericht. In manchen Fällen spricht hier, rede ich hier über eine Scheidung auch. Eine Scheidung, eine Trennung. Kommunikation, was mit also gerade sehe ich die Nummer 16, 16. Ja. Nummer 16, 16. Also auf jeden Fall, Zwilling, eine juristische Kommunikation, eine wichtige juristische Kommunikation, die vielleicht du auch erwartet hast, über eine Trennung, eine Scheidung, eine wichtige Kommunikation, wie auch immer. Spricht natürlich nicht für allen, aber du siehst ja, was für Mischung von Karten wir hier haben. Schau mal jetzt, was du von außen ansiehst, Zwilling. Ass der Kelche, Ass der Kelche, nochmals die Gerechtigkeit. Zwilling, das, was auf dich neu zukommt, diese neue Segnungen, Zwilling, diese neue Segnungen, die auf dich zukommen, hat mit einer göttlichen Gerechtigkeit zu tun. Wir reden hier über einem Schicksal, eine Situation, die für dich so geschrieben ist, für dich so bestimmt ist. Und wir reden wirklich über eine neue Situation in deinem Leben. Ass der Kelche zweimal, Nummer 1, 1. Und zweimal die Gerechtigkeit. Stark, oder? Diese Gerechtigkeit ist eine sehr wichtige Karte, ein großer Arkana. Und wirklich den Schicksal hier sehr stark zu sehen. Zweimal die gleiche Karte. Also, ich habe hier mit neuen Kompromissen zu tun, Zwilling. Wenn ich dir ehrlich bin, das hat nicht mit einer Vergangenheit zu tun. Zwilling. Das hat nicht mit Vergangenheit zu tun. Ja, und ich staune mit den Karten. Natürlich. Ich meine, du nicht? Ass der Kelche, Ass der Kelche. Und noch begleitet mit der Gerechtigkeit. Wir reden wirklich über neue Kompromisse. Und die Gerechtigkeit in deiner nähe Zukunft, Zwilling, zeigt sich auch mit einem König der Kelche. Nochmals, vielleicht eine unerwiderte Liebe, sieht man hier in deiner Energie. Aber hier gibt es tatsächlich einen wichtigen Gespräch hier. Also, ich staune mit deinen Karten, Zwilling. Das ist tatsächlich neu. Ja? Das ist für mich neu. Das hier ist für mich natürlich alt. Ja, das hat mit einem Karma zu tun, Zwilling. Schau mal, es ist wirklich erstaunlich, was wir hier haben. Ne? Ass der Münzen, die Nummer 111. Wir haben hier mit Seelenpartnern zu tun. Sieben der Stäbe, zwei der Schwerter. Irgendwie doch, man sieht schon hier eine Person, die sich auf eine Defensive gestellt hat. Eine gewisse Blockade sah man schon, man sieht schon hier eine Blockade. Jemand stellte sich schon auf eine Defensive. Ja? Jemand hat hier versucht, sich zu schützen, tatsächlich. Ja, und man stellt sich schon auf eine Defensive, man stellt sich quer und man lässt nicht durch. Also es gibt hier eine Person, die nochmals Zwilling versucht sich zu schützen. Von einer Person. Ja. Aber ich denke tatsächlich Zwilling, weil eine neue Situation, einen neuen Kompromiss in deinem Leben ist. Ja, ich rede über neue Kompromisse. Aber hier rede ich auch über viel Reichhaltigkeit, Zwilling. In manchen Fällen über Eigentums reden wir hier, über den Verkauf von einem Haus auch.
Muss nicht sein, aber wie gesagt, also Ass der Münzen ist eine sehr positive Karte, die wirklich mit auch viel Reichhaltigkeit verbunden ist. Auch wie gesagt, neue Kompromisse. Also diese Blockade, die man hier sieht, löst sich auf jeden Fall. Es gibt hier eine neue Person, eine neue Situation. Zwilling, als Ergebnis von deiner Kartenlegung haben wir der Gehängte, einen großen Arkaner, König der Schwerter, Zwilling, Waage, Wassermann und Rat des Schicksals. Wir haben ja die ganze Zeit über Schicksal gesprochen, ja, Zwilling. Und tatsächlich, Rat des Schicksals ist hier. Rat des Schicksals, die Gerechtigkeit, also. Ich kann dir nur sagen, und das Gericht, ich kann dir wirklich nur sagen, Zwilling, es ist ja klar, dass jeder Situation anders ist und dass jeder von uns ein anderes Leben hat und mit einem anderen Karma zu tun hat, ja? Weil Karma spricht ja für uns allen. Wir sind ja alle mit einem bestimmten Karma in diesem Leben gekommen, natürlich. Jeder von uns in eine andere Art, aber so ist es. Aber Zwilling, ich persönlich staune mit der Mischung von deinen Karten. Wir haben mit wirklich wichtigen, großen Arkana, die Rat des Schicksals, die Gerechtigkeit, das Gericht. Ja, also Rat des Schicksals als Ergebnis von deiner Kartenlegung sagt zu mir, dass es kommen Veränderungen und alles tatsächlich, was hier unten war, komm jetzt nach oben, Zwilling. Es gibt eine Veränderung von 180 Grad in deinem Leben. Und diese Veränderung ist einfach so, weil einfach mit deinem Schicksal zu tun hat. Ja, ist für dich schon so geschrieben. Also König der Schwerter. Der Gehängte Sternzeichen Fische. Wir haben hier mit einer spirituellen Energie zu tun. Eine Erleuchtung, eine Klarheit, nochmals ein Luftelement, ja? Wie du siehst, Luftelement ist hier sehr stark zu spüren. Waage, Wassermann, Zwilling. Zwilling, ich sehe hier einfach eine Kommunikation. Ich sehe hier Kommunikation. Und ja, der Gehängte zeigt einen Stillstand. Es gab hier einen Stillstand, keine Kommunikation zu einer Person. Es gab hier eine Zeit zum Nachdenken, jemand hat hier eine Erleuchtung bekommen. Es gibt hier eine Klarheit, ja, Zwilling. Und das steht als Ergebnis in deiner Kartenlegung. Ergebnis. Und schau mal, das spricht für Ergebnis und das hier für Zukunftsbereich hier, ja? Zukunft, Ergebnis. Und du siehst ja, die Gerechtigkeit in der Zukunft, der König der Schwerter als Ergebnis. Wir haben mit Luftelement, also das spricht für Sternzeichen Waage sehr stark, aber auch für eine Kommunikation, eine klare Kommunikation. Und ja, ich muss dir sagen, Zwilling, mit der Wahrheit, also das Wort Wahrheit ist in dieser Legung sehr stark zu sehen jetzt. Als Ergebnis und Zukunft. Hier haben wir mit der Wahrheit zu tun und nicht das, was wir bis jetzt bei dir hatten in der Mitte. Kannst du dich noch erinnern mit diesen sieben Schwertern? Das verändert sich im Monat Mai für dich. Du wirst Klarheit haben, Zwilling. Du wirst deutlich, also sehr klare Gedanken haben, gar keinen Zweifel haben in deiner Situation, weil es gibt hier eine göttliche Führung. Du wirst tatsächlich geführt. Diese Mischung von Karten ist wirklich sehr interessant. Wir haben hier mit Rat des Schicksals und der Gehängte sehr spirituelle Karten. Und hier der König der Kelche, also Sternzeichen Fische, muss ich dir sagen, ist auch hier sehr stark zu sehen bei dir. Sternzeichen Fische kann auch für Krebs reden. Ja? Aber wie gesagt, hier gerade sehe ich Sternzeichen Fische. Es gibt hier Kommunikation, klare Kommunikation. Mit der Wahrheit. Und ja,
Ich muss dir sagen, Zwilling, diese Situation ist für dich schon so geschrieben. Wir reden über Schicksal, über Seelenpartnern. Ja. Über Seelenpartnern. Wow. Zwilling, was für Legung, oder? Für Mai, was ich hier sehe, ist wirklich eine deutliche, klare Kommunikation, Gespräche, Kommunikation. Ja. Natürlich, Optionen sieht man bei dir. Du hast es ja gesehen. Also Optionen sind ja hier. Aber das Ergebnis ist eine Erleuchtung. Ich bekomme eine Klarheit. Ja, ich bekomme Klarheit hier. Ich treffe schon eine Entscheidung, aber weil ich schon sicher bin, was ich möchte. Ich weiß ganz genau, was ich möchte. Ich habe nämlich schon Klarheit hier. Und das ist tatsächlich eine Hilfe, die du vom Universum bekommst. Du bekommst hier Hilfe, ja? Du bekommst Hilfe hier in dieser Situation, Zwilling. Du wirst tatsächlich geholfen hier. Durch Engel. Also hier haben wir ja einen Engel hier. Ja? Es gibt hier diese Situation. Wow. Zwilling. Tatsächlich hier loslassen. Loslassen, logisch. Loslassen. Also Zwilling, ich werde jetzt eine Karte. Und wirklich nur eine Karte von, genau, Maria Magdalena jetzt nehmen, ja? Keine Ahnung, ich bin heute, habe ich einfach Lust gehabt, über eine Karte von dieser Person. Jetzt schauen wir mal. Vergebung, wow, Vergebung. Vergebung bedeutet, frei zu sein für den gegenwärtigen Moment der Liebe. Ich vergebe allen Personen, Umständen und Situationen in meinem Leben. Ich lege alles, was mich belastet, in die Hände der Engel und vertraue darauf, dass die Schöpfung mich auf beste Weise führt. Wahnsinn! Tatsächlich, ich rede hier über eine Führung. Du wirst geführt, du wirst geholfen hier. Du wirst in dieser Situation geholfen, Zwilling. Vertraue, du bist nicht allein in dieser Situation. Du wirst geholfen, du wirst tatsächlich im Mai, es ist ein wichtiger Monat für dich, du wirst Klarheit haben. Du wirst Klarheit haben in dieser Situation, ja. Und ich würde sogar sagen, September, Oktober. Ja, einfach merken, Oktober wird wichtig auch für dich sein. Ich lese hier weiter, ja, Zwilling. Vergebung bezieht sich sowohl auf Selbstvergebung wie auch auf die Vergebung vergangener Taten anderer Menschen, an denen man sich festhält. Der Weg der Maria Magdalena war nicht immer friedlich. Sie wurde beschimpft, musste vieles mit ansehen, fliehen, ihr Land hinter sich lassen. Und niemand weiß ganz sicher, wie ihr Leben wirklich verlief. Vergeben bedeutet, anzuerkennen, dass es keine Schuld gibt. Es bedeutet, anzuerkennen, dass es einen Grund gibt, warum ein Mensch so handelt, wie er handelt, und dass es einen Grund gibt,
warum ausgerechnet ich das erlebe. Vergeben bedeutet, eine Situation in die Hände der Engel zu legen, alten Groll loszulassen und sich gegenwärtige liebevoll anzurichten, auszurichten, um neue Erfahrungen der Liebe machen zu können. Wow, wow, wow. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Diese Karte ist für dich sowas für wichtig in dieser Legung, Zwilling. Sowas für wichtig. Ich hoffe, du hast mich gut verstanden, als ich es jetzt gelesen habe. Aber jetzt ist diese wirklich so wichtig, diese Energie von Vergebung, so wichtig. Und nochmals, was ich hier verstehe, ist, dass du in dieser Situation geholfen wirst. Es ist wichtig, dass du eine Situation, eine karmatische Situation in deinem Leben, Zwilling, endlich mal verstehst. Dass du einfach in einem Karma warst und bist. Wichtig wäre, dass du es einfach verstehst, die Situation verstehst und einfach um diese Vergebung ist und einfach loslässt, weil es gibt eine neue Situation in deinem Leben. Wir reden hier, dass du hier, ich habe es dir ja gezeigt, wir haben Ass, wir haben nämlich dreimal Ass hier. Ass der Kelche zweimal und Ass der Münzen. Nummer 1, 1, 1. Es gibt hier eine neue Situation in deinem Leben. Zwilling. Eine neue Person, eine neue Situation, eine neue Sache, die dich motiviert, die dich Spaß macht. Also es gibt hier Liebe. Selbstliebe auch. Vergebe dich tatsächlich selbst und vergebe den anderen. Und gib dir tatsächlich die Möglichkeit, Zwilling, glücklich zu sein. Ja? Gib dir einfach eine Chance, glücklich sein zu dürfen. Lasse diese karmatische Situation los und denk einfach an dich. Ja? Weil die Möglichkeit besteht, das Universum, Zwilling, das Universum stellt dir tatsächlich eine neue Situation in deinem Leben. Was ganz anders ist, was du jetzt darauf machen möchtest, das ist was ganz anders. Weil jeder von uns ist hier mit einem freien Willen. Und da hat das Universum oder die Engel gar keinen Einfluss auf diesen freien Willen von dir. Du entscheidest am Ende. Die Situation ergibt, ist da. Zur Verfügung ist da. Aber du bist die Person, die jetzt für dich natürlich entscheidest, was du noch brauchst für Erfahrung. Wenn du sagst, nein, also eigentlich bräuchte ich noch diese, wie sage ich? Eigentlich brauche ich noch das hier. Das brauche ich noch in meinem Leben. Noch ein bisschen. Ja? Also du bist die Person, die entscheidet, wie lange du diese Situation brauchst. Solange du in dieser Situation bist, in diese karmatische Situation bist, ergibt sich natürlich diese neue Situation gar nicht. Ja? Es gibt hier schon das Universum, erklärt dir schon, was hier los ist. Ja? Und du bist die Person, die am Ende entscheidet, was du machen möchtest. So einfach wie das. So einfach wie das. Deswegen, den Gehängten nimmt tatsächlich noch Zeit. Es gibt hier schon ein Gefühl von, ich denke nach, es gibt hier ein bisschen noch diesen Stillstand, diese Blockade gibt es noch hier. Man möchte noch nachdenken, aber die Sache wäre, wie lange will man hier noch nachdenken? Ja? Weil eigentlich die Situation ist mehr als deutlich, Zwilling. Die Situation ist mehr als deutlich. Also hier, was man wirklich machen sollte, ist loslassen. Loslassen einfach. Ja. Weil die Situation ist deutlich. Es ist einfach deutlich. Ja. Und das weißt du. Ja. Zwilling, so sieht es nämlich aus für den Monat Mai. Ja? Und leicht ist das nicht, also zumindest das, was wir gesehen haben, also, aber du siehst, du bist nicht alleine, Zwilling, also du wirst geholfen, ja, die Engel sind bei dir, ja, und Gott sitzt tatsächlich am Ruder, ja? Aber die brauchen auch ein bisschen ein Zeichen von dir, die brauchen ein Zeichen von dir, damit die wissen, okay, wir dürfen, wir können handeln, ja,
Weil tatsächlich diese Person hat schon mitbekommen oder ist schon, also weiß schon, was er möchte oder was sie möchte, ja. Aber irgendwie ein bisschen Hilfe brauchen die schon von dir, ja. Weil die Energie zeigt sich sehr positiv für dich. Die Energie zeigt sich positiv. Auf jeden Fall, wir haben hier mit dem Schicksal zu tun, Zwilling. Das spricht für Schicksal und ich denke, man braucht hier nicht mehr viel zu machen. Das ist alles, es wird alles für dich irgendwie jetzt gemacht, ja. Also, weil es ist einfach deutlich. Es ist deutlich. Die Zeit ist gekommen, höchste Zeit, Zwilling, hier Veränderungen durchzuführen. Höchste Zeit, Zwilling. Höchste Zeit. Nochmals Luftelement. Und jetzt, was ich merke jetzt, schau mal, ich habe als Ergebnis und Zukunft zwei König. König der Schwerter, König der Kelche. Also Luft und Wasser. Luft- und Wasserelement. Ja? Wassermann, Zwilling, Waage, Krebs, Fische, Skorpion. Ich denke in dem Fall hier, wir reden nicht über zwei verschiedene Personen, ja? Ich glaube, es hat mehr mit der Bedeutung den Karten jetzt zu tun, aber nicht mit zwei verschiedenen Personen. Ja, hier reden wir über eine Gerechtigkeit, über eine tatsächlich Gerechtigkeit, über klare Gespräche und eine Wahrheit. Ja, das spricht hier für eine Klarheit. Genau. Ja, genau, das denke ich. Und wie gesagt, Sternzeichen Fische als Ergebnis sehr stark. Fische. Sternzeichen Waage, Luftelement. Zwilling, danke schön für deine Likes und deine Abos und für deine Unterstützung in unserem Kanal. Wir werden jetzt Woche pro Woche weiterschauen, wie die Energie sich zeigt. Ja, Zwilling. Ich bin genauso gespannt wie du, wenn ich dir ehrlich bin. Pass auf dich auf und auf jeden Fall danke schön und wir sehen uns bald. Ich wünsche dir einen schönen Monat Mai. Dankeschön, Zwilling. Tschüss.